2. November 2019. Pro Wrestling Deutschland gibt endlich seine Debütshow in Dresden, Deutschland. Und was gäbe es für einen schöneren Grund als diesen, für Mr. Vollgas endlich wieder zurück in den Osten zu kommen? Ich habe richtig Bock darauf, denn die Matchankündigung habt ihr alle schon gesehen. Es ist ein Three-Way Dance. Julian Pace ist meine Wenigkeit gegen Norman Harras und Justin Joy. Und das Motto des Matches ist wohl die Zukunft des deutschen Wrestlings. Aber ich tue mich ein bisschen schwer damit. Denn an dem Punkt, an dem die beiden jetzt sind, an dem Punkt war ich schon vor 2 Jahren. Versteht mich nicht falsch. Norman und Justin haben enormes Potenzial. Das sind 2 der aufstrebendsten Wrestler in ganz Deutschland, wenn nicht sogar Europa. Norman hat eine riesige Reichweite. Norman ist groß. Norman ist stark. Und Justin ist das ziemliche Gegenteil. Aber er ist schlau und wendig. Und er weiß, das einzusetzen. Aber egal, die Leute haben damals auch von mir gesagt, dass ich die Zukunft des deutschen Wrestling bin. Aber das sagen die heute nicht mehr. Das ist aber absolut kein Problem für mich, denn ich habe Schlacht um Schlacht, Match um Match, habe ich bewiesen, in jeder großen Situation, dass ich nicht die Zukunft des deutschen Wrestlings bin, dass ich die gottverdammte Gegenwart des deutschen Wrestlings bin. Ihr könnt von mir nicht mehr die Leistung eines Rookies erwarten. Ihr könnt von mir Bühnenreife, Nonstop, Vollgas, Action erwarten, die ich in jedem Match garantiert geben werde. Und glaubt mir, ihr werdet diese Leistung hundertprozentig bei Kickoff bekommen. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann müsst ihr einfach nur dem Benzingeruch folgen.